Wenn ihnen heute der Sieg gelingt, dann sind das die entscheidenden 3 Punkte für den Aufstieg. Und der Treff! Tja, dieser Rückstand könnte vielleicht das Aus für die Aufstiegsträume bedeuten. Es ist noch ein hartes Stück Arbeit, ein Unentschieden reicht heute nicht. Mein Gott, was ist das für ein Dribbler? Lässt ein paar Verteidiger aussteigen und dann macht er ihn auch noch selber rein. Überragend, technisch mit das Beste, was wir bisher gesehen haben. Lewandowski. Jetzt greift er ihn an. Piszczek. Marco Reus. Gündogan. Und Achtung, genau hingeschaut. Gute Flanke. Marco Reus! Und weiter heißt es aufgepasst. Flanke kommt gut. Piszczek. Und jetzt neben den Kasten. Seine große Liebe, das ist der Ball. Und über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Balleroberung im Mittelfeld. Marco Reus. Ja, Frank, da sind wir mal gespannt, was er heute leistet. Und genau das macht einen zentralen Stürmer aus. Den Ball annehmen, behaupten und dann sehen, wen kann ich bedienen. Bender. Und er gibt abseits. Er gibt abseits. Ich weiß nicht, ob das nicht noch gleiche Höhe war. Marco Reus. Ja, da kommt was auf uns zu. Das geht Freistoß und vor allen Dingen tut sich eine schöne Möglichkeit auf. Es gibt die gelbe Karte. Da hat er für den Geschmack des Schiris ein bisschen zu sehr Kontakt mit dem Gegenspieler gesucht. Keine Diskussion, das war ein Foul. Kopfball. Und haarscharf lenkt er den Ball über die Querlatte. Eckball, können die da was draus machen? Gleich den Ball zum Abstoß zurechtlegen, denn der Ball war im Tor aus. Reus. Jetzt sieht er ab.
Und hier im Stadion waren schon viele aufgesprungen, die dachten, der Ball sei drin. Nichts da, der Keeper ist noch rechtzeitig zur Stelle. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Hummels, Lewandowski. Ja, da muss man ganz anders an die Sache rangehen, da muss man kompakt stehen. Das sind ja riesen Lücken da hinten. Klare Entscheidung nach diesem schwachen Ball, Einwurf. Marco Reus. Pfeift er den Vorteil doch noch ab. Gündogan. Und diese Flanke. Und da hat er die Chance zum Ausgleich gehabt. Ganz wichtiges Ausgleichstor, denn jetzt sind sie wieder im Rennen um den Aufstieg. Borussia Dortmund trifft und hier kommt die Wiederholung. Im zweiten Anlauf und das ist besonders ärgerlich, muss der Keeper sich geschlagen geben. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Da musst du kämpfen um den Ball, dann hast du ihn auch. Bender. Flanke fliegt in den 16er. Auwei, der schlägt die Flanke genau auf den Verteidiger. Das muss es sein! Toll, wie er das macht! Und Tor! Dieser Rückstand, er tut weh. Denn jetzt sind ihre Aufstiegschancen doch deutlich schlechter geworden. Was ist das für ein schönes Tor gewesen? Ja, das ist der Flachschuss aus dem Lehrbuch bei der Deutschen Sporthochschule in Köln. Sensationell. Ah, das ist wunderbar gemacht und der ist absolut unhaltbar. Perfekt ins Eck. Wunderbarer Schuss. Jetzt muss er ihn reinspielen. Was sagt der Torwart? Er sagt, hier ist Endstation. Gündogan. Und der Steilpass, er kommt nicht an. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und ja, klasse, wie der Abwehrspieler den Schuss abblockt. Reus. Marco Reus. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Gefährliche Flanke. Eine präzise Flanke, aber der Abwehrspieler, er kommt trotzdem ran. Zur Pause können wir uns nicht beklagen. Es ist Spannung drin. Es sind auch ein paar Tore gefallen. 2:1 steht es hier. Der Unparteiische vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist und pfeift die zweite Halbzeit an. Pischek. Dass er hier so entschlossen dazwischen geht.
Lewandowski. Er attackiert ihn, er will den Ball. Das ist es! Klasse reingegeben, wird das was? Das kann er viel besser, aber da hätte er den Ball natürlich eher drücken müssen. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Da passte ja überhaupt nichts zusammen bei diesem Schuss. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Ganz schnelle Entscheidung. Foul, aber Vorteil. Perfekt gemacht, gutes Auge vom Referee. Da hat der Gegner überhaupt kein Problem, diese Flanke zu entschärfen. Błażejkowski. Sahin. Ja, der Pass kommt an. Ein Steilpass, da steht immer drauf, Risiko. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Lewandowski. Gute Flanke. Wahrlich keine schlechte Hereingabe, aber der Gegner, er hat aufgepasst. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Ja, da standen sie ganz dicht vor dem Ausgleichstor. Die Situation ist bereinigt. Achtung, jetzt! Das war schon mutig, sich in diesen Ball reinzuwerfen. Immer nur schießen nutzt auch nichts. Das sehen wir hier in der Schussstatistik. Ja, ganz deutlich. Also, wenn du deine wenigen Chancen nutzt, dann führst du und alles andere ist egal. Subotic. Wird angeschossen und der Ball trudelt ins Aus. Gündogan. Hummels. Das ist jetzt die Ballbesitzstatistik. Aber von einem Vorteil für irgendeinen hier zu sprechen, nee, das geht nicht. Kehl. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Das war der Pfosten. Gündogan. Tor. Und jetzt wird es nochmal richtig spannend. Oh, jetzt wird's noch mal richtig dramatisch. Und nach diesem Ausgleichstor sind wir so schlau als wie zuvor. Na bitte, und sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir uns das noch mal anschauen, es wäre ja eine Schande gewesen, wenn diese Flanke nicht verwertet worden wäre. Ein herrlicher Treffer, das war der Ausgleich. Und das wird jetzt hier eine ganz packende Begegnung, da dürfen wir sicher sein. Die Flanke auf Lewandowski jetzt. Reus. Reus! Tja, aus der Chance hat er nichts gemacht. Es gibt Abstoß.
kommen gleich zwei neue Akteure in die Begegnung. Fliegt in den 16er. Sven Bender! Sie wollen ein Zeichen setzen. Mit dem Unentschieden sind sie unzufrieden. Sie wollen hier in Führung gehen. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Er steht viel zu weit weg vom Gegner. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Reus. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Und diese Flanke ist was für Aubameyang. Noch steht es unentschieden, aber der Druck ist groß. Wo bleibt das eine entscheidende Tor? Also überhaupt keine Frage, da muss er natürlich mehr draus machen, aber wir reden über Druck und der ist da. Ein Unentschieden heute ist zu wenig für den Aufstieg. Wenn sie keinen Sieg einfahren können, müssen sie die Feier noch etwas verschieben. Du lieber Himmel. Schmelzer. Lewandowski. Und der Angriff wurde gestoppt. Die Möglichkeit. Jetzt geht's ab zum Duschen. Endergebnis 2:2.